Was für ein Künstler ohne Pinsel. Oder ein Koch ohne Messer. Oder ein Seiltänzer ohne ein Seil. Nicht. So wie auch ich ohne mein Megafon nichts bin. Ach, sogar weniger als nichts. Oh Gott, der arme Morty. Wir müssen ihm helfen. Na dann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Luigi's Mansion 3. Wir sind auf in... Au... Ja? So, was ist denn los? Wir sind im Filmstudio, beziehungsweise im Backstage-Bereich und wir gehen jetzt direkt in dies... in das zweite... in... zum Set 2! Und das scheint mir ein Mittelalterfilm zu sein. Na dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Dann erstmal zack, der Fernseher an. Und aufräumen. Ha, cool. Die Filmklappe. Hui. Genau, wollte gerade sagen, die kann man doch bestimmt umschmeißen. Und natürlich ist da Geld drin. Wie kann es auch anders sein? Naja, jetzt wollen wir uns erstmal das Set anschauen. Wieder mit Bluescreen. So, Fässer. Die kann man doch alle umhauen. Bam. Diese Kackfilmklappe. Verpiss dich. Ich sag dir, verpiss dich. Junge. Goldmaus, Goldmaus, Goldmaus. Zum Glück noch erreicht. Wo kommt denn die Perle her? Naja, will mich nicht beklagen. So, das Jahr 20. Der Fix? Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Ah, Bomben. Und wie war euer Jahr? Also meins war mehr als gut. Vor allen Dingen, dieses Jahr habe ich mit YouTube angefangen und bis jetzt habe ich die Entscheidung nicht so wirklich bereut. Und ja, flupp. Jetzt gucken wir aber erstmal durch die Kamera. Und nein, es wird keinen Jahresrückblick geben. Nein. Ich habe da drauf nämlich keinen Bock. Wow. Moinsen. Wow. Alter. Okay. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser. Okay. Wo kriegen wir Wasser her? Naja. Bei Set 1 war ja ein Brunnen da. Aber da brauchen wir noch was, um das Wasser zu transportieren. Also müssen wir mal gucken, wo wir jetzt einen Eimer herkriegen. War da jetzt ernsthaft ein Goldbarren im Fernseher? Aha. Ein Eimer. Perfekto. Dann ab zu Set 1. So. Den Eimer da rein. Jo. So. Dann jetzt durch die Kamera gucken. Luigi. Dankeschön. Vielen Dank. So. So, das hätten wir. Jetzt hoffe ich nur, dass der Fernseher Wasser aushält. Oh.
Und durch den nächsten Fernseher zum Set 2. So, jetzt haben wir hier Wasser. So. Dann ab durch die Kamera. Luigi. Luigi, du bist ein echt guter Kameramann. Ah, Geister. Na, dann müssen wir wohl die erstmal einsaugen. Und das unter Fallbeschuss. So, und du bist auch noch dran. Komm. Bam. Jawohl! Raste doch komplett aus. Nee, ich gehe jetzt hier nach oben. Geh nach oben. So. Erstmal das Money hier einsaugen. So, dann noch du. Zack. Und... Nein, nicht das Schild! Ah, Mist. Ah, shit. Jawohl! Sind wir endlich mal fertig. Gut. So, hier geht's ja noch rein. Stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Hallo? Hä? Oh. Wofür brauchen wir jetzt eine Fackel? Na, ja. Ich lass sie erstmal hier. Gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir zu Set 3. Und das ist hier oben. Was ist das hier eigentlich? Ah, so eine Hebebühne. Gut. Dann Set 3, was haben wir hier? Eine Stadt. Was ist das denn? Ein Edelsteingeist! Oh, komm her! Wo bist du, Digga? Jawohl! Gut, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen. Ja! Hätte der Postbote gewusst, was da in dem Paket drin ist, ich glaube, das Paket wäre niemals angekommen. Hallo? Jemand da? Hallo? Ah, hier ist doch noch was. Ich höre doch was. Aber hier ist nichts. Aber da habe ich doch was.
Hier hinten? Luigi, geh mal da hoch. Hier oben sind nämlich auch Goldbarren. Aha. Hier kann man hinten hin. Und hier sind auch die Goldbarren. Und zwar jede Menge. So, hier geht's noch weiter nach oben. Ah, Teekränzchen. Ich nehme mal die Perle. Danke. Und wieder nach unten. Hier ist was drin? Ja. So. Okay, dann schauen wir mal durch die Kamera. Oh Gott. Okay, da kommt die Feuerwehr. Alter! Soll das ein Actionfilm sein? Coole Feuerwehr. Moment mal. Jawohl! Ey, wir sind gerade eigentlich die Bösen. Ich meine, wir bringen hier die Feuerwehrleute um. Das ist doch... Leute, behindert nicht Feuerwehrleute oder Polizei oder sonst was bei der Arbeit. Wirklich, das ist eigentlich das Asozialste, was du machen kannst. Tja, blöd nur, dass du so eine blöde Rundumleuchte auf dem Kopf hast. Sehe ich dich immer. Boom. Was ist das denn für ein Gulli? Ja, okay. So. Jetzt geh mal aufräumen. Und schon wieder die Kackklappe. Miranda Linie angemalt. Bam. So. Hier ist auch in jeder Kiste Geld, wirklich. In jeder Kiste. Ja. Wenn in der jetzt auch noch Geld drin ist, dann... War ja klar. Und ein Donut, wie es sich gehört. So, dann jetzt noch schnell den Fernseher an. So. Und ich würde sagen, wir sind mit dem Set fertig. Ja. Oder haben wir noch was vergessen? Glaube nicht. Gut. Dann weiter.
Ab zu Z4. Hallo? Goldspinne. Tschüss. Oha, noch eine. Ey, ich glaube, es gab noch nie auf einer Etage so viel Geld wie auf dieser hier. Außer auf der Lädenetage mit diesem Monster Tresor. Oh, ein Herz. Perfekt. Since 1983. Luigi, sieh mal, wenn das nicht das Megafon ist. Aber es hängt im Spinnenweben fest. Und die machen einen ziemlich robusten Eindruck auf mich. Luigi, denk dran, dass du mich in kniffligen Situationen über die Funktion kontaktieren kannst. Kann man die einsammeln? Nö. Aber hier ist ein Edelstein drin. Passt da Luigi durch? Ja. So. Ist doch gut. Die kann man doch. Gut. Dann würde ich sagen, wir schauen mal in die Kamera. Hat sich gerade was drin bewegt. Oh Gott, was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Alter! Alter, so viele Goldspinnen! Was ist da los? Noch eine. Was war denn jetzt mit der Kamera los? Gut. Da. Hier brauchen wir Feuer. Okay. Okay, dann... Wo war das? Hier war's. Hier haben wir ja die Fackel gelassen. Hier liegt's auch noch. Gut. Dann wieder zurück. Und jetzt brauchen wir Feuer. Und wo kriegen wir Feuer her? Natürlich aus Z3. Ich meine, da fackelt ja eine ganze Stadt ab. Hier die Fackel. Hier Luigi, obwohl der kommt erst später. So, dann einmal durch die Kamera gucken. Es kann auch keine Feuerwehr mehr kommen. So. Ja. So. Die Fackel brennt. Wie das aussieht, wie da einfach so eine Fackel rauskommt. Gut. Hier hast du die Fackel.
Ich bin da nur über die Filmrolle gelaufen und die hebt gleich ab. So. Moinsen. Verbrannt. Und moin. So, ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht den Bosskampf, weil der kommt ja bestimmt gleich. Ich konnte mich gerade gar nicht mehr bewegen. So, das raus. So. So, Morty. Wir machen den Bosskampf heute noch. Hallo? Moment mal, du da, nicht weggehen. Es ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber dein Gesicht hat interessante Züge. Dazu noch dieser Körperbau, nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Du hast das Zeug zum Star zu werden. Meine Kreativität erwacht endlich wieder zum Leben. Los, los, wir drehen sofort. Wo ist denn meine Crew? Alle auf ihre Plätze. Zack, zack. Der will direkt drehen. Ja, umso besser. Aber ich habe kein Drehbuch, ich habe kein Skript. Oh, war ich nicht. Das war schon so. Hallo? Und Action! Was ist das denn? Soll das Godzilla sein? Wohl eher Wishzilla. Godzilla auf Wish bestellt, so. Man sieht, dass das ein Geist ist. Spuckt nicht so. Okay, was muss ich machen? Was muss ich machen? Nicht dem in die Arme rennen. Das wäre vielleicht schon mal gut. Alter! Verfolgt die Kugel verfolgt einen. Ja! Die Kugel verfolgt einen. Moment mal, kann ich die vielleicht umleiten? Ah, warte. Vielleicht muss ich... Ja! Ich muss die Attacke zu ihm lenken. Exzellent, wirklich exzellent. Weiter so. Da ist schon die Brücke zerstört. Alter! Das stand aber nicht so im Drehbuch. Was hätte ich denn machen sollen? Shit!
Jawohl! Exzellente Arbeit, ihr beiden. Ich glaube, hier schicken wir ein Meisterwerk. Und ich will die ganze Zeit A drücken, um den Text zu skippen. Renn! Luigi, nicht festhängen! Rennen! Scheiße, ich gehe hier fast drauf. Danke. Alter, hier geht's ja richtig rund. Jetzt ist der große Tank zum Start zu werden. Ahemann, Ahemann, Ahemann. Und K.O. Und das Herz verpufft. Ich brauch das Herz. Aua! Mann! Ich brauch das Herz! Cut! Er schenkt ihn mir einfach. Danke dir. Gib mir das Herz da hinten. Ja, du bist ein Star. Jetzt gib mir das verdammte Herz. So. Luigi, du kommst wieder mit. Und wir gehen jetzt zum Aufzug. Oder was macht er jetzt hier? Er schneidet. Okay. Denn wenn man ihn nicht sofort aufsaugt, sondern ihn arbeiten lässt und ein paar Spielstunden, also keine richtigen, sondern richtigen Stunden, sondern Stunden im Spiel wieder herkommt, dann kann man den fertigen Film sehen. So, dann würde ich sagen, setzen wir jetzt den Aufzugknopf ein und gucken mal, was, was, in welche Etage wir jetzt kommen. Rein mit dir. Oh yeah.